Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 Build Guide, heute zum Power Mechanist. Aktuell eine der meistgespieltesten und beliebtesten Klassen, die es überhaupt gibt in Guild Wars. Wenn wir beispielsweise mal in GW2 Wingman reingucken, das ist eine Website, welche Raid und Strike Logs auswertet. Aktuell sind auf dieser Seite 4,2 Millionen Logs hochgeladen und Statistiken damit erstellt, und wir schauen mal hier in die Klassenpopularität, dann sehen wir, dass auf dem aktuellen Balance-Patch allein ca. 30%, bisschen mehr sogar, aller Spieler den Mechanist spielen. Also wirklich sehr, sehr beliebt diese Klasse. Und ja, das kommt daher, dass auch noch aktuell eine der stärksten Klassen ist. Holt bei sehr vielen Raid- und Strike-Bossen Top-DPS und ist kaum erreichbar von einer anderen Klasse. Wir hatten jetzt lange Zeit einen Kondimeter, jetzt ist mal eine Power-Klasse wirklich ganz weit vorne. Lasst euch trotzdem nicht verwirren von irgendwelchen Benchmark-Seiten. Wenn wir beispielsweise bei Snowcrows reingucken, ist der Power-Mechanist aktuell nur auf Platz 11. Das ist natürlich relativ weit hinten. Aber das Problem ist, bei den Benchmarks, die davor kommen von den Klassen, die erreichen halt zum Teil nur diesen hohen DPS unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, nur große Hitbox oder der Gegner darf sich nicht bewegen oder der Spieler darf sich nicht bewegen oder man darf nur von hinten angreifen. Das heißt, zu ganz bestimmten Situationen sind diese Klassen dann vielleicht mal besser, lassen sich aber dann halt auch nur zu ganz bestimmten Situationen spielen. Das Gute beim Power Mechanist ist, der funktioniert immer. Der holt immer richtig guten DPS, egal ob Nahkampf, egal ob Fernkampf, viel rumlaufen oder nicht viel rumlaufen. Und vor allem, obwohl es eine Powerklasse ist, out-DPS der sogar bei vielen Kondi-Bossen die anderen Klassen. Also der ist wirklich richtig cool, um das zu zeigen, dass er wirklich dann im Live-Spiel, nicht an der Golem-Arena, wirklich richtig abgeht, können wir wieder auf Wingman gehen. Da können wir für den aktuellen Patch sehen, was, ja, welche Klasse bei welchem Boss den bisher höchst erreichbaren DPS erreicht hat. Und wenn wir hier mal reingucken bei Strike-Missions und bei Raids, dann sehen wir, dass der keine Klasse so oft als Top-DPS aufgelistet wird wie der Mechanist. Allein bei Raids ist das hier 8-mal und bei Strikes ist er bei fast jeder, bei jedem Boss auf Platz 1. Also wirklich richtig krass, wie der gerade abgeht. Eigentlich hat man schon erwartet, dass der ja in den letzten paar Patches genervt wird, aber er wurde einfach immer weiter und weiter gebufft. Und dazu kommt noch, dass er nicht sehr schwer zu spielen ist. Also viele lassen sich immer abschrecken vom Ingenieur und denken, ah, das ist diese typische Klavierklasse, aber der Power Mechanist ist da vergleichsweise wirklich sehr, sehr einfach. Was natürlich auch noch dafür sorgt, dass aktuell der einfach so populär ist, das haben wir ja schon bereits gesehen. Ich werde euch heute eine Variante zeigen, sagen wir mal die Standardvariante, die mit dem Granatenkit spielt, aber wir gucken uns auch an eine Art Low-Intensity-Variante, wo wir die Mine werfen, die ebenfalls letztens gebufft worden ist, nutzen. Das heißt, ihr könnt komplett ohne Kits spielen, wenn ihr das wollt, und der DPS ist nicht sehr viel niedriger, also man merkt es zum Teil gar nicht. Ich hatte zum Teil am Golem habe ich Werte erreicht, wo ich gerade mal 800 DPS niedriger war mit der Mine als mit dem Granatenkit. Wir werden uns also beides angucken und ihr könnt das dann einfach mal selber ausprobieren. Aber ich würde sagen, genug am Anfang gelabert, genug Werbung für diese Klasse gemacht, was übrigens auch aktuell bei mir eine der beliebtesten Klassen ist, spiele ich auch fast überall. Darum würde ich sagen, starten wir direkt mal ins Gear. Also, schauen wir am besten direkt mal ins Gear rein. Das Gear ist zum Glück relativ einfach. Es gab in letzter Zeit, vor dem letzten Balance-Patch, gab es verschiedene Builds, die gut waren. Es gab einmal die Variante, wo man mit der Golemanten-Rune gespielt hat und einmal die Variante mit der Gelehrten-Rune. Seit dem letzten Balance-Patch ist meiner Meinung nach die Gelehrten-Rune ein kleines bisschen stärker. Ich meine, die nehmen sich nicht viel. Man kommt fast auf die exakt gleichen Werte, aber ich persönlich fahre aktuell mit der Gelehrtenrune generell immer ein kleines bisschen besser. Von daher empfehle ich die Gelehrtenrune. Wenn ihr aber jetzt noch ein Gearset mit der Golemantenrune habt, dann könnt ihr das weiterhin benutzen. Wie gesagt, der Unterschied ist nicht sehr groß. An die Golemantenrune zu kommen, war nicht so einfach. Das war die Rune vom Schmelztiegel der Ewigkeit-Dungeon. Und ja, wenn ihr das jetzt schwierig erfarmt habt diese Rune, dann müsst ihr die jetzt nicht wieder wegschmeißen, nur für die Gelehrtenrune. Das ist fast gleich, aber ich fahre persönlich mit der Gelehrtenrune ein kleines bisschen besser.
Dann alles Berserker, komplett das ganze Gear, auch sehr einfach, ist eine der am einfachsten heranzukommenden Trade-Kombinationen, Kraft, Prezi, Wildheit mit Kraft als Hauptattribut. Dann nutzen wir die Rüstung, den Schmuck und auch die Waffe. Wir nehmen hier ein Gewehr auf dem Engie und auf das Gewehr kommt außerdem auch noch die Sigile Heftigkeit und Luft. Und auch hier werdet ihr verschiedene Varianten finden. Heftigkeit und Einschlag, wie man es ja von vielen anderen DPS-Klassen oder Power-DPS-Klassen kennt. Jetzt hier bei dem Engie ist die Kombination aus Heftigkeit und Luft ein kleines bisschen stärker, aber auch nicht sehr viel. Habt ihr die Möglichkeit, relativ einfach Sigile tauschen zu können, dann könnt ihr das machen, dass ihr euch sowohl das Luftsigil als auch das Einschlagsigil holt. Solltet ihr nur die Möglichkeit haben, ja, ein Sigil euch zu holen, weil ihr zum Beispiel kein legendäres Gewehr habt oder keine legendären Sigile und deswegen nicht so einfach hin und her tauschen könnt, dann empfehle ich das Einschlagsigil. Das Problem beim Luft ist, bei kritischen Treffern macht man halt diesen Blitzschlag mit einer Erholzeit von 3 Sekunden. Das heißt, alle 3 Sekunden kommt dieser Blitzschlag. Trifft allerdings einen random Gegner, welchen ihr zu diesem Zeitpunkt gerade getroffen habt. Wenn ihr jetzt also bei einem Raid-Boss seid, wo viele Adds sind, zum Beispiel von Tyrion, wo diese ganz kleinen, vielen Raublinge da sind, dann kann es sein, dass dieses Luftsigil andauernd auf diesen Adds auslöst, also auf den Faultier-Raubling. Oder bei Sabeta auf den Banditen, die da immer kommen. Und wenn sozusagen dann dieser Blitzschlag immer auf irgendein Add einschlägt, dann bringt euch dieses Sigil für den Boss selbst gar nichts. Dann ist es so, als hättet ihr gar kein zweites Sigil, weil es andauernd auf einem falschen Gegner auslöst. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, hin und her zu wechseln, dann nutzt ihr sozusagen das Luftsigil bei Single-Bossen, wo ihr nur gegen einen Boss kämpft. Da ist es ein kleines bisschen stärker. Sobald allerdings auch Adds dabei sein können, die man nebenbei mittrifft, dann ist das Einschlagsigil wieder ein kleines bisschen besser. Und wenn ihr, wie gesagt, nicht die ganze Zeit hin und her tauschen könnt, dann ja, nutzt einfach das Einschlagsigil. Das ist dann sozusagen das bessere Allround-Sigil, sage ich mal. Wenn ihr hier Einschlag nutzt. Ich zeige es auch nochmal für alle, die nicht wissen, was es für eins ist. Das ist ein Sigil, was 3% Schlagschaden nochmal gibt. Also ähnlich wie das Heftigkeitssigil, was plus 5% gibt, gibt das 3%. Und aber wenn der Gegner betäubt ist, nochmal plus 7%. Also immer wenn ihr einen Gegner stunt, habt ihr dann sogar plus 10% aus diesem Sigil. Ist wie gesagt auch sehr stark, ganz, 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 ganz knapp unter dem Luftsigil. Aber wie gesagt, wenn Adds da sind, ist das Einschlagsigil besser. Das nur so zu den Sigilen und den Runen. Wie gesagt, da kann man viel hin und her tauschen, wenn man will, aber ja, es hat nun mal nicht jeder alles in Legendär. Als Infusion, wenn ihr Infusion haben wollt, nehmen wir natürlich Kraftinfusion. Wir werden trotzdem auf 100% Crit-Chance kommen, obwohl wir voll Berserker sind. Ihr seht, ich habe jetzt hier in einem Standard-Set, wie ich jetzt gerade bin, auf Level 80, habe ich 50,71% Crit-Chance. Jetzt haben wir später noch Trades, hier zum Beispiel ein, wo 15% herkommen, hier haben wir nochmal 15%, sind allein 30%, dann sind wir hier also bei 80 und dann kommt natürlich durch Wut kommt nochmal 25 dazu und dann sind wir sogar bei 105% insgesamt Crit-Chance. Also wir übercappen sogar unsere Crit-Chance, was aber nicht schlecht ist, weil wir eventuell nicht immer diese beiden Trades, die wir uns gleich noch angucken werden, permanent abhaben, zwar schon zu einem sehr hohen mit einer sehr hohen Uptime. Das heißt, es gibt Bosse, wo ihr auch im Nachhinein im Log wirklich 100% Crit-Chance stehen haben werdet. Aber es ist trotzdem nicht verkehrt, wenn wir ein kleines bisschen übercappen. Und ich meine, was sollen wir sonst anderes nehmen? Wir sind ja bereits schon voll Berserker. Das zum Gear. Also eigentlich relativ einfach, weil es einfach eins der am einfachsten zu bekommenden Gearsets ist für solche Klassen. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter zu den Trades. Die Trades sind ebenfalls relativ straightforward. Wer von euch schon mal ein Power Engie gespielt hat, wird die vermutlich kennen, bis auf vielleicht den einen oder anderen Trade. Aber gucken wir einfach mal rein. Wir spielen Sprengstoff, Schusswaffen, das war schon immer so, auch beim Holo und jedem anderen Powerbuild. Und dann natürlich Mechlenker. Für unsere Elite-Spezialisierung. Trotzdem, bei Sprengstoff hat sich ein bisschen was geändert in den letzten paar Patches, von daher gucken wir da mal rein. Wir haben explosiver Auftritt beim Eintritt in den Kampf, explodiert euer erster Angriff und fügt Gegnern Schaden zu. Außerdem zählt das Ganze als Explosion und macht neben Schaden auch noch andere Trades, die irgendwas mit Explosionen zu tun haben.
Können wir aber, wie gesagt, nicht so oft auslösen, es sei denn, wir treten in den Kampf ein oder wir machen eine Ausweichrolle, auch das resettet das. Dann haben wir Glaskanone, verursacht erhöhten Schlagschaden, wenn die Lebenspunkte über 90%, über 75% sorry, liegen. Das war früher mal 90%, genauso wie die Gelehrtenrune. Jetzt sind es hier 75%, das heißt, da haben wir eine höhere Uptime sogar tatsächlich als von der Gelehrtenrune und gibt 10% Schadenserhöhung. Ist natürlich eine Top-Sache, die wir mitnehmen. Dann stahlversetztes Pulver, Explosionen verursachen Verwundbarkeit. Das heißt, auch unser explosiver Auftritt macht jetzt ebenfalls Verwundbarkeit und alles, was wir an Explosionen machen. Wichtig, damit sind keine Explosionsfinisher gemeint, sondern Explosionen. Das heißt, wir haben Fertigkeiten, die als Explosion zählen. Das kann ich mal zeigen, wenn ich das Granatenkit aufmache und hier auf eine Granate raufgehe. Es zählt zum Beispiel jede einzelne Granate als Explosion. Das steht als in den Tooltips als zweituntertes, ist so eine kleine Bombe und da steht daneben Explosion. Und wie gesagt, das ist kein Explosionsfinisher für Kombos, sondern das ist extra eine Kategorie namens Explosion und es steht extra an den Skills immer dran. Und diese Traits gehen halt nur auf Explosionen und nicht auf Explosionsfinishern, was ein bisschen verwirrend ist, ich weiß. Dann haben wir, das ist neu, zielsuchend Rakete, Geschosstreffer feuern eine Rakete auf euer Ziel ab, wurden genügend Raketen abgefeuert, wird stattdessen ein Orbitalschlag angefordert. Das heißt, wenn wir mit Geschossen schießen, werden wir innerhalb von einem Intervall von 3 Sekunden, also alle 3 Sekunden, schießen wir zusätzlich eine Rakete ab, die einfach Schaden macht am Gegner, zählt ebenfalls auch als Explosion, macht also auch Verwundbarkeit und außerdem kommt dann, zählt ein Counter hoch, sage ich mal, und wenn 4 Raketen geschossen worden sind, dann kommt sogar auch ein Orbitalschlag, der dann ein Explosionsfinisher ist. Also keine Explosion, sondern ein Explosionsfinisher, der ebenfalls Schaden macht, sogar ein kleines bisschen mehr als die normalen Raketen, die so abgefeuert werden. Und das Coole ist, unser Mech kann das auch auslösen und der löst es sogar immer aus. Der muss keine Geschosse dafür nutzen, so wie wir, sondern der kann das einfach immer durch seine normalen Attacken, kann er ebenfalls diese zielsuchende Rakete auslösen. Allerdings hat er hier ein 6-Sekunden-Intervall, also kann das, braucht immer ein kleines bisschen länger, bis die Rakete bei ihm kommt. Das dauert sozusagen doppelt so lang. Aber im Prinzip durch diesen Trade machen sowohl wir als auch der Mech diese zielsuchende Rakete, was eine coole Sache ist. Dann haben wir Hohlladung, richtet für jeden Stapel Verwundbarkeit auf eurem Ziel erhöhten Schlagschaden zu 0,5%. Im Idealfall sind natürlich immer 25 Verwundbarkeit auf dem Gegner, sind also 12,5% mehr Damage. Wir allein machen ja schon sehr viele Verwundbarkeit, allein durch diesen Trade da Explosionen das ja immer auslösen, ohne internen Cooldown wohlgemerkt. Und dann haben wir noch großer Knaller, fügt Gegnern, die mehr Lebenspunkte haben als ihr, erhöhten Schlagschaden zu. Treffer mit einer Explosion heilen euch über einige Sekunden. Das heißt, wir heilen uns sogar auch die ganze Zeit gegen, wenn wir Explosionen machen. Und wir machen ja die ganze Zeit Explosionen. Das heißt, wir erhöhen natürlich unsere Gelehrtenruhen-Uptime, genauso wie auch die Glaskanonen-Uptime, indem wir unsere Lebenspunkte immer wieder ein kleines bisschen auffüllen, was natürlich eine gute Sache ist. Und vor allem eine Schadenserhöhung von 15%. Auch das wurde im letzten Patch, wurde das noch gebufft. Das war ursprünglich mal 10%, jetzt sind es 15%, was natürlich ein guter Buff für alle Engineer Builds ist. Das heißt, auch für den Holo, auch für den Scrapper und den Core-NG ist es natürlich eine coole Sache. Mit diesen weniger Lebenspunkte haben als ihr ist natürlich kein absoluter Wert gemeint, weil wir haben ja gerade mal hier bei mir jetzt 18.800 Lebenspunkte. So ein Boss hat auch mal ein paar Millionen. Das heißt, hier ist natürlich prozentual gemeint. Das heißt, wenn wir bei 100% unserer Lebenspunkte sind und der Boss ist bei 90% seiner Lebenspunkte, dann löst dieser Trade hier natürlich aus. Also prozentual gesehen nicht als absoluter Wert. Sonst würden wir ja nie mehr Punkte haben als irgendein Gegner, den wir angreifen. Dann haben wir als nächstes Schusswaffen, Präzisionsschütze, kritische Treffer haben eine Chance, Blutung zu verursachen, auch eine sehr gute Sache, ohne internen Cooldown. Wir haben ja schon gesehen, wir werden zu 100% eigentlich immer kritten und mit einer 33%igen Chance, das heißt, jeder dritte Angriff verursacht zusätzlich auch noch eine Blutung. Wir sind zwar kein Kondi-Build, aber da kommt schon einiges an Blutung zusammen, vor allem im Granatenkit schmeißen wir ja immer direkt 3 Granaten. Das heißt, circa pro Skill, den wir auf dem Granatenkit nutzen, kommt auch eine Blutung dazu. Dann haben wir hier den ersten Crit-Chance-Trade, starkes Kaliber. Ihr habt eine verbesserte Chance auf kritische Treffer, Gegnern innerhalb der Reichweite zu treffen. Das heißt, hier kommen die ersten 15% höhere Crit-Chance her, wenn wir innerhalb von 450 bleiben. Das ist
man muss nicht total in Nahkampfreichweite bleiben, man sollte sich jetzt aber auch nicht auf seine Maximalreichweite von seinem Gewehr stellen. Wir sehen hier, das Gewehr hat eine Reichweite von 1200, da könnt ihr es ja ungefähr abschätzen. Also es ist etwas mehr als ein Drittel von der Reichweite, wo wir am Gegner dranbleiben müssen. Wie gesagt, 450, auch das war mal niedriger. Es wurde zum Glück gebufft, dass man ein kleines bisschen weiter weg sein kann. Dann der nächste blutiger Fokus. Ihr habt eine bessere Chance, blutende Gegner kritisch zu treffen. Nochmal 15%. Schon allein durch diesen Trade hier wird der Gegner definitiv immer, immer, immer bluten. Das heißt, diesen Trade haben wir eigentlich immer drin. Und da seht ihr schon, bei einigen Bossen ist es eigentlich gar nicht so schwer, immer in Reichweite zu bleiben und den Gegner Blutung zu haben. Das heißt, wir können eigentlich bei bestimmten Bossen mit einer 100% Crit-Chance eigentlich immer rechnen. Es sei denn natürlich, irgendeine bestimmte Mechanik erfordert, dass wir mal weit weg vom Boss laufen, zum Beispiel, weil wir bei Matthias ein Gift raustragen müssen oder sowas. Da sind wir dann vielleicht mal kurzzeitig weiter als 450 weg, aber gehen danach natürlich auch sofort wieder ran. Dann ohne Zielfernrohr, kritische Treffer bei Gegnern in Reichweite haben eine Chance, Wut auszulösen. Wut gewährt euch Wildheit. Das heißt, wir haben hier schon mal allein durch uns selbst eine relativ gute Wut-Uptime. Gut, es gibt 4 Sekunden Wut, hat einen 8 Sekunden internen Cooldown. Damit würden wir selber auf eine 50% Uptime von Wut kommen. Unser Team sollte dann natürlich noch ein kleines bisschen mithelfen. Aber auch nochmal 150 mehr Wildheit bekommen, ist natürlich ebenfalls ein guter Buff für uns. Dann haben wir gezackter Stahl, von euch zugeführte Blutung erhält eine erhöhte Dauer. Ja gut, nehmen wir mit, wir machen ja sehr viele Blutungen, die sind dann nochmal ein bisschen länger an, machen also auch ein bisschen DPS mit noch zusätzlich. Und dann haben wir hier einen sehr interessanten Trade, modifizierte Munition. Pro Zustand eines Gegners erhöht sich der von euch verursachte Schlagschaden um 2%. Der Gegner hat natürlich nicht immer alle möglichen Zustände, die es prinzipiell gibt. Ich glaube, es gibt 13 Zustände. Benchmark-Videos bei zum Beispiel Snowcross werden mit 10 Zuständen gemacht, extra für diesen Trade hier, weil würde man dem Golem einfach immer maximale Zustände geben, würde dieser Trade hier den DPS des NGs ja unrealistisch nach oben treiben, weil es nicht realistisch ist, dass der Gegner wirklich immer alle 13 Zustände hat, zum Beispiel sowas wie Furcht hat eigentlich ein Gegner nicht permanent. Es gibt generell nicht so viele Klassen, die Furcht machen und dann ist das auch immer nur mit einer niedrigen Uptime. Also so mal 2-3 Sekunden ist das an und dann kommt lange nichts. Das heißt, wir können eigentlich nicht damit rechnen, dass wir immer alle Zustände abhaben, aber so um die 10 rum wird meistens gerechnet. Aber natürlich trotzdem hier ein schöner Buff, je mehr Zustände der Gegner hat, desto besser. Das heißt, je mehr andere Klassen wir in unserem Team haben, die noch irgendwelche random Zustände auf den Gegner draufbringen, desto besser für uns ist das natürlich auch noch. Und dann natürlich der Mech-Lenker. Wir können natürlich einen Streitkolben benutzen, werden wir jetzt hier nicht, weil das Gewehr wurde ebenfalls vor ein, zwei Patches gebufft und hat jetzt einen ultra starken Auto-Attack. Der ist wirklich sehr, sehr stark. Der NG ist, glaube ich, eine der aktuell stärksten Klassen, der den höchsten DPS erreicht, nur allein durch Auto-Attacks. Also wir sind hier, wir sprechen hier von Werten, mit denen man raiden gehen kann, wenn man einfach nur Auto-Attacks macht. Und man ist gar nicht mal so schlecht. Also das ist wirklich richtig krass. Darum spielen wir mit Gewehr. Trotzdem könnten wir einen Streitkolben benutzen. Außerdem natürlich auch noch haben wir einen Mech dabei, den sieht man jetzt gerade nicht, weil ich auf dem Schiff draufstehe, auf dem Skiff. Werden wir uns aber gleich noch angucken. Und der Mech übernimmt außerdem Werte von uns, das heißt, unsere Attributwerte bekommt der Mech zum Teil. Was übrigens auch der Grund war, warum vor ein paar Patches die Golemanten-Rune, die Meta-Rune, sage ich mal, war, weil das die Rune ist, die die meisten reinen Attribute sozusagen auf uns selbst und somit auch an den Mech geben. Das heißt Präzision und Wildheit und das beides mit sehr hohen Werten. Das heißt, der Mech konnte sozusagen richtig viele Werte von uns übernehmen und deswegen war das so stark. Da jetzt der Mech in den letzten Patches schon wieder ein kleines bisschen genervt worden ist, lohnt sich, wie gesagt, die Gelehrtenrune ein kleines bisschen mehr, aber man merkt fast keinen Unterschied. So, außerdem können wir auch noch Siegel benutzen. Ihr seht, ich habe sehr viele Siegel drin. Siegel sind natürlich nur vom Mech-Lenker benutzbar und da werden wir auch sehr viel von ausnutzen.
Dann haben wir Mech-Arme, Jadekanonen, Nahkampfangriffe werden zu Distanzangriffen, haben eine erhöhte Chance auf kritische Treffer und fügen Verwundbarkeit zu, schaltet die Mech-Befehlsfertigkeit Funkenrevolver frei, besitzt ihr Sprengstoffeigenschaft zielsuchende Rakete, so erhält euer Mech außerdem den Effekt dieser Eigenschaft. Also hier durch diesen Trade kriegt der Mech ebenfalls hier diese zielsuchende Rakete, er selbst greift sogar auch aus Distanz an, das heißt egal wo er ist, er kann eigentlich immer den Boss angreifen, er selbst muss nicht im Nahkampf stehen, so wie wir, weil er seine Segen von uns übernimmt durch dieses Siegel hier, dieses Siegel umstellen. Von daher ist es eigentlich vollkommen egal, wo der Mech steht. Und er kann eigentlich durch seine Distanzangriffe immer angreifen und er crittet auch noch, was natürlich eine coole Sache ist. Und der Funkenrevolver, der macht ebenfalls ziemlich gut Schaden und durchbohrt auch noch. Das heißt, man kann mehrere Ziele damit treffen mit dieser F1-Fertigkeit. Dann haben wir Mech-Kämpfer. Neue Gefechts-Subroutinen ermöglichen eure Mech im Kampf den Einsatz von Raketenhieb, wenn ihr auf eurer ausgerüsteten Waffe die Fertigkeit 3 aktiviert. Euer Mech erhält einen höheren Prozentsatz eurer eigenen Zähigkeit und Vitalitätswerte. Gut, das ist nicht so wichtig. Wir haben nur sehr wenig Zähigkeit und Vitalität in einem reinen Damage-Bild, aber der Mech kriegt das natürlich auch jetzt dadurch. Er überlebt dann hin und wieder ein kleines bisschen besser, aber ja, es kommt vor, dass der auch mal stirbt. Allerdings ist das zum Glück sehr, sehr selten. Und die Kämpfe und die Encounter, wo der Mech mal stirbt, die kann man an einer Hand abzählen. Und das kann man sich auch nach einer Zeit merken. Was ist so ein kritischer Boss, wo der Mech hin und wieder mal drauf geht? Normalerweise ist der relativ unsterbbar im PvE. Also in den meisten Fällen muss man sich um seine Lebenspunkte und dass der überlebt eigentlich keine Sorgen machen. Das kommt nur selten mal vor. Aber er kann auch diesen Raketenhieb. Früher war das so am Anfang, als der Mech rauskam, dass das nur auf dem Streitkolben 3 ausgelöst hat. Und dass es auch eine Animation vom Mech war. Das heißt, ihr musstet aufpassen, wenn der Mech gerade irgendeine Attacke channelt und ihr habt den Streitkolben 3 benutzt, dann hat der Mech sofort alles abgebrochen, was er machen wollte und hat hier diesen Raketenhieb benutzt. Und da musste man echt aufpassen. Das ist zum Glück mittlerweile nicht mehr so. Dieser Trade löst auf jeder Waffe aus. Das heißt, auch auf unserem Gewehr-Dreier-Skill. Und dieser Raketenhieb kommt einfach unabhängig, ohne Aktivierungszeit, einfach aus dem Mech rausgeflogen. Das heißt, egal was der sonst macht, ob er einen fetten Laser channelt, ob er seinen Funkenrevolver benutzt, egal was, ihr müsst da nicht drauf aufpassen. Einfach 3 drücken und diese Raketenfaust kommt automatisch ohne Animation einfach aus dem Mech rausgeflogen und macht Schaden. Die macht nicht nur Schaden, die macht sogar auch Breakbar-Schaden und zählt als Explosion, was natürlich eine coole Sache ist. Von daher, das können wir uns auch mal merken, dass, obwohl hier an unserem Dreier-Skill, an unserem Netzschuss, der so gesehen keinen HCC macht, durch diesen Trade hier, dadurch, dass dann der Raketenhieb kommt, zählt sozusagen unser Dreier-Skill dann ebenfalls als eine Fertigkeit, die HCC machen kann, was natürlich eine coole Sache ist. Dann haben wir Mech-Rahmen, variabler Masseverteiler, schaltet die Mech-Befehlsfertigkeit Kernreaktorschuss frei, euer Mech erhält einen höheren Prozentsatz eurer eigenen Präzisions- und Wildheitswerte. Das ist natürlich sehr gut, dass er höhere Crit-Chance bekommt und auch mehr Wildheit und sozusagen dann noch mehr absnacken kann. Und wie habt ihr auch gesehen, bei der Golemantenrune hat man genau Präzision und Wildheit bekommen, das heißt, er konnte hier auch nochmal mehr davon übernehmen. So, und der Kernreaktorschuss selbst ist ebenfalls eine CC-Fertigkeit. Das heißt, nochmal mehr HCC hier, macht auch Schaden an Gegnern und trifft auch mehrere Ziele, was eine coole Sache ist. Dann haben wir Notfallprotokolle. Wenn euer Mech getroffen wird, während er weniger als die Hälfte seiner Lebenspunkte hat, aktiviert er die Notfallprotokolle und erhält für kurze Zeit Schadensreduzierung und Regeneration. Die von euch gewährten Regenerationssegen sind stärker. Gut. Hilft vielleicht in der einen oder anderen Situation, dass der Mech dann vielleicht doch nicht stirbt. Denn, und das ist eine Sache, ein großer Teil unseres Schadens kommt halt vom Mech. Nicht von uns selbst, sondern vom Mech. Und wenn der stirbt, bricht uns natürlich extrem viel DPS einfach so von jetzt auf gleich weg. Wir haben zwar das Siegel hier, das übertaktete Siegel, womit man einen toten Mech sofort widerrufen kann, allerdings kommt das eigentlich in unserer Rotation auch vor, das heißt, wir benutzen das. Und wenn dann natürlich der Mech stirbt und wir haben das Siegel auf 90 Sekunden Cooldown, dann können wir den natürlich nicht so schnell widerrufen. Von daher, wir müssen ein kleines bisschen aufpassen, aber wie gesagt, die Encounter, wo der überhaupt mal stirbt, die weiß man nach einer Zeit und kann dann vielleicht das Siegel einfach aufheben oder sowas. Das ist zum Glück in den meisten Fällen kein großes Problem. Trotzdem hilft dieser Trade hier natürlich ein kleines bisschen, dass der Mech am Leben bleibt.
Und dann haben wir noch den Mech-Kern, Jade-Dynamo, schaltet die Mech-Fertigkeit Jade-Mörser frei, Mech-Befehlsfertigkeiten gewähren euch bei Verwendung Schnelligkeit und haben eine verkürzte Erholzeit. Das heißt, unsere F-Tasten, die wir dann mit dem Mech benutzen können, die wir gerade nicht sehen, haben kürzere Wiederaufladezeit, was sehr gut ist. Außerdem, dieser Mech-Mörser macht auch CC, also ist auch wieder eine CC-Fertigkeit für HCC. Und ab jetzt gibt jeder Skill, jeder F-Skill, gibt uns sogar auch noch Quickness. Das reicht zwar für uns selbst nicht für eine 100% Uptime, aber irgendwas um die 50%, selbst wenn ihr Solo rumlauft, kriegt ihr damit hin. Was natürlich eine coole Sache ist, aber in einer Teamumgebung solltet ihr natürlich so oder so eigentlich immer Schnelligkeit haben. Aber das waren die Trades. Ihr seht, eigentlich ja ziemlich straightforward, ziemlich offensichtlich. Wir nehmen alles mit, was dicken Damage macht. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal in die Utility-Skills rein, was wir da alles haben, was wir für Buff-Food mitnehmen, und dann gucken wir uns mal die Rotation an. So, jetzt sehen wir unseren Mech zum Glück auch mal und auch die Skills hier, da werde ich gleich noch ein paar Sachen zu erklären, aber gehen wir erstmal die Utility-Skills durch. Wir haben einmal das Gleichrichter-Siegel, passives Siegel, ihr und euer Mech erhalten jede Sekunde Heilung. Erstmal gut, wir heilen uns selber passiv die ganze Zeit und vor allem auch den Mech. Wie gesagt, der darf nicht sterben. Und so kriegt er einfach die ganze Zeit jede Sekunde ein bisschen Heilung. Wenn wir es aktiv benutzen, heilen wir uns selbst und unseren Mech sozusagen als Notfall-Heal. Allerdings verlieren wir dann für die Zeit, wo das Siegel auf Cooldown ist, verlieren wir den passiven Bonus. Von daher da aufpassen. Trotzdem ist es eigentlich so das beste Siegel, was wir haben. Situationsbedingt können wir aber natürlich trotzdem auch mal andere Heilskills reinnehmen. Ihr könnt ruhig den AED benutzen. Wir haben zwar hier unsere Werkzeuggürtelfertigkeiten als Mechanist nicht. Und das ist ja ein Grund, warum viele Leute AED mitnehmen, weil man dann auf seiner F1-Fertigkeit eigentlich nochmal einen HCC, diesen Betäuben, hat. Das haben wir jetzt als Mech-Lenker nicht. Trotzdem der aktive Effekt von AED, dass man sich dadurch vor einem Todestreffer schützen kann, ist bei der einen oder anderen Situation gar nicht so schlecht. Ich nutze es zum Beispiel bei dem Raid-Boss Sabir in Raid Ring 7, der hat so einen Angriff, da kommt eine Schockwelle, die einen Downstate haut und man muss mit in ein Tornado reinlaufen und sich von dem Tornado hochschleudern lassen, um über die Welle drüber zu kommen sozusagen. Ein Ingenieur kann hier einfach AED aktivieren und in der Welle stehen bleiben. Das heißt, man kann am Boss bleiben, einfach weiter reinhauen, der AED rettet einen sozusagen vor dieser Welle und man geht nicht Downstate. Das heißt, es gibt Situationen, wo der AED gar nicht so schlecht ist. Da könnt ihr das ruhig mal benutzen. Trotzdem standardmäßig Gleichrichter-Siegel eigentlich am besten. Dann haben wir Siegel umstellen, schlecht übersetzt. Es sollte, auf Englisch heißt es Shift Signet. Das heißt, sollte was vermutlich eigentlich anders heißen, dieses Siegel. Aber jetzt müssen wir damit leben, dass auf Deutsch Siegel umstellen heißt und das seit Monaten macht. Erstmal, dass wir schneller laufen, ist natürlich nicht schlecht. Passiv 25% höhere Bewegungsgeschwindigkeit, aber auch Segen, die ihr erhaltet, werden auf euren Mech übertragen. Das heißt, wenn wir in einer Raid-Umgebung, in einer Team-Umgebung voll gebufft sind mit Macht, mit Wut, mit Schnelligkeit und auch mit Tatendrang, dann hat unser Mech das ebenfalls. Das heißt, er hat nicht das Problem, was viele Ranger, also Waldi-Pets zum Beispiel, haben, dass die nicht gebufft werden oder nur hin und wieder mal ein paar Buffs abbekommen, wenn ja sozusagen in der Gruppe zu viele Buffs sind und die rüberschwappen auf sozusagen NPCs oder benachbarte Spieler oder NPCs oder Verbündete, sagen wir es mal so. Hierdurch ist unser Mech eigentlich immer voll gebufft, bedeutet aber auch, wir dürfen den aktiven Effekt nicht benutzen. Der ist zwar cool, weil das ein Teleport ist, das heißt, wir können uns einfach teleportieren, sollten wir trotzdem im Hinterkopf halten, denn manchmal braucht man einfach einen Notfallteleport. Man kommt aus einem AOE nicht mehr schnell genug raus oder man muss was rausbringen oder man muss schnell irgendwo hin. Das kann immer mal sein und man sollte im Hinterkopf haben, zur Not hat man diesen Schattenschritt, womit man ganz schnell teleportieren kann. Vor allem, weil es auch ein Stunbreaker ist. Wenn ihr auf den Boden geschleudert werdet und ihr kommt deswegen aus einem AOE nicht mehr raus, dann benutzt ihr das natürlich. Denn es ist natürlich immer noch besser als Downstate gehen oder irgendeine Mechanik versauen. Ihr verliert dann, wie gesagt, den passiven Effekt und der Mech bekommt nicht mehr alle eure Segen, so lange, bis das Siegel wieder vom Cooldown runter ist. Von daher, eigentlich wollen wir es nicht benutzen, aber natürlich situationsbedingt lieber raushauen als Downstate gehen. Aber wie gesagt, auch nicht einfach permanent die ganze Zeit benutzen, weil es so viel Spaß macht, Schattenschritte zu machen.
Dann das ebenfalls nächste passive Siegel, das Wuchtsiegel, erhöht den zugefügten Schlagschaden hier einfach nochmal 10% mehr Damage. Einfach so kriegen, ist natürlich geil, nehmen wir mit. Aber auch hier haben wir notfallmäßig, stoßt Gegner vor euch und eurem Mech weg. Das heißt, wir haben auch hier nochmal Breakbar-Schaden. Sollte jetzt natürlich ein Verbündeter bei Samarok kurz davor sein, zu sterben im CC oder kurz davor sein, bei Matthias geopfert zu werden, dann haut ihr dieses Siegel natürlich raus. Dann ist zwar auch wieder der passive Effekt weg, aber besser, als wenn der Verbündete stirbt. Von daher auch wieder nur situationsbedingt für den Notfall verwenden. Sonst einfach passiv lassen. Und ihr seht, damit haben wir schon mal drei Siegel, schon mal drei, ja, im Prinzip passive Utility-Skills, die wir eigentlich niemals benutzen müssen. Also erleichtert das natürlich schon mal unsere Spielweise. Und dann haben wir als drittes das Granaten-Kit. Aktuell einer der stärksten Utility-Skills, die wir haben, wurde schon, seit es den NG gibt, gibt es eigentlich so gut wie gar kein Bild, was nicht mit Granaten-Kit spielt. Und es ist immer noch eins der stärksten Kits, die es gibt, mit der Schrapnellgranate. Wir werden auch die Gefriergranate und die Giftgranate benutzen und sehr oft auf dieses Kit wechseln. Von daher, die Standardvariante hat, ja, heutzutage wird oft alles mit APM bezeichnet, also Actions per Minute, wie viele Knöpfe man in der Rotation pro Minute drücken muss. Und durch das schnelle Kit wechseln, obwohl es nur ein Kit ist, kommt man, finde ich persönlich, gar nicht mal auf so wenige APM. Ich weiß nicht, wie viel es genau sind, aber es ist schon eine relativ schwierige und schnelle Spielweise. Aber es hält sich eigentlich noch in Grenzen. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Condi-NG von früher oder sowas. Von daher, ihr werdet sehen, ihr werdet schnell in die Rotation reinkommen und auch ja zu verstehen, wann wechselt man überhaupt aufs Kit, ist sehr, 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 sehr einfach. Trotzdem, wer das überhaupt nicht will, und ich weiß, es gibt Leute, die können es überhaupt gar nicht leiden, mit Kit zu spielen, diese werden dann die Nicht-Kit-Variante nutzen, und zwar mit Mine werfen. Ebenfalls ein Skill, der im letzten Patch gebufft worden ist. Das heißt, wir können jetzt hier drei Sägen entfernen. Wir machen Breakbar-Schaden. Und vor allem, früher war es so, wenn man die Mine wirft, dann liegt sie erstmal auf dem Boden und hier, man hat diesen Skill detonieren. Und man muss dann nochmal drücken, um den Skill detonieren zu lassen. Auch das wurde nochmal zusätzlich geändert, dass wenn wir einen Gegner damit treffen, explodiert die sofort. Das heißt, ihr müsst es nicht zweimal benutzen, sondern wenn ihr es einfach bodenzielausrichtungsmäßig auf einen Gegner werft, das werdet ihr gleich auch am Golem sehen, dann explodiert die einfach sofort und ihr müsst euch keine Gedanken mehr um den Skill machen. Das heißt, es ist einfach nur ein einziger Knopf, den ihr alle 5 Sekunden einfach mal drücken müsst und das war's. Zusätzlich zu den Gewehrskills. Dann habt ihr nur Gewehrskills und die Mine werfen. Und es ist, wie gesagt, DPS-technisch nicht mal wirklich sehr viel schlechter als das Standardbild mit dem Granatenkit. Dafür, dass es dann nochmal sehr, sehr viel einfacher zu spielen ist, dieses Bild. Und dann haben wir als letztes das übertaktete Siegel. Reduziert die Wiederaufladung anderer Siegel, ist natürlich gut. Sollten wir mal situationsbedingt ein anderes Siegel nutzen müssen, haben wir durch dieses Siegel schon mal erstmal einen niedrigeren Cooldown, was natürlich eine gute Sache ist. Aber auch befehlt eurem Mech seine ultimative Waffe, den Jadebrecherkanone abzufeuern. Das ist einfach ein fetter Laserstrahl, der ziemlich guten Schaden macht und auch ein paar Sekunden lang channelt. Das werden wir auch in unserer Rotation benutzen, aber auch wenn euer Mech nicht anwesend ist, also kaputt oder tot, wird er stattdessen herbeigerufen, selbst wenn sich Zusammenbruch gerade in der Hohlzeit befindet. Das heißt, wir können entweder den Mech wegschicken und wiederholen durch diesen Skill-Zusammenbruch und jetzt kann ich es im Prinzip sofort. Sollte der aber sterben, also 0 Lebenspunkte haben, dann verschwindet er und dieser Zusammenbrechen-Skill geht auf einen Cooldown. Kann ich auch nochmal, wird es angezeigt, genau, 50 Sekunden Cooldown seht ihr hier. Sollte der Mech weg sein, weil er gestorben ist. Nicht, weil ich ihn weggerufen habe, sondern weil er gestorben ist. Und dann könnt ihr sozusagen den Mech durch das Siegel instant wiederholen, selbst wenn er kaputt gegangen ist. Von daher in Situationen, wo es passieren kann, dass der mal stirbt, solltet ihr das vielleicht aufheben und nicht in der Rotation benutzen. Aber wie gesagt, das lernt ihr sehr, sehr schnell, was überhaupt die Situationen sind, wo der überhaupt mal sterben kann. Das kann beispielsweise passieren, wenn ihr in der Echowald-Wildnis das Meta macht. Das ist zwar dann Open World, und zwar hier auf dem Schrottplatz, wo ihr gegen diesen großen Roboter auch kämpft, gegen diesen riesen Mech. Da kann es sein, dass der Mech hin und wieder mal stirbt, weil der Boss hat so eine Attacke, wo man sich hinter Schrott verstecken muss, sonst wird man selber auch gewone-shottet.
Und der Mech, der kriegt da sehr, sehr viel Schaden und geht da hin und wieder mal Downstate. Wenn ich das weiß, dass das kommt, dann schicke ich ihn meistens weg. Dann kommt die Attacke, die böse, die ihn eigentlich töten würde. Und danach hole ich ihn einfach wieder neu. Das heißt, ich rette den sozusagen. Aber sollte ich es mal vergessen und der stirbt, kann ich es halt durch das Siegel wiederholen. In Raids ist es so, oder beziehungsweise in Strikes, muss ich gerade mal überlegen, ich glaube bei Maitrin, das ist die erste End of Dragon Strike Mission, da kann es in den Zwischenphasen ebenfalls mal passieren, dass der Mech stirbt. Gerade im Challenge Mode ist es so, dass es in den Zwischenphasen eine Situation gibt, wo alle Spieler auseinanderrennen müssen mit so großen AOEs und die dürfen sich nicht überlappen. Und hier kriegen, je nachdem, wo die Mechs zu dem Zeitpunkt gerade stehen, die Mechs ebenfalls sehr viel Schaden von diesen AOEs und es kann sein, dass die dann sterben. Aber auch da, wenn man das weiß, dass sowas passiert und wann das kommt, dann kann man den Mech, wie gesagt, auch einfach schnell mit einem F4 in Sicherheit bringen. Und der ist ja sehr schnell wieder vom Cooldown runter und nach der Attacke einfach schnell wiederholen. Von daher, da muss man ein kleines bisschen einfach ebenfalls wissen, wann passiert wie was, aber das lernt man sehr schnell. Trotzdem gucken wir uns auch mal die anderen Skills nochmal an. Wir haben hier noch den Funkenrevolver, den Kernreaktorschuss und den Jademörser. Die haben wir ja gerade schon bei den Traits gesehen, was die machen. Die geben natürlich alle Schnelligkeit für uns selbst. Und vor allem der F2 und der F3 machen Breakbar-Schaden. Und das Coole ist, ebenfalls seit dem letzten Patch kann man diese Skills auf Auto-Attack stellen. Das heißt, wenn ihr das linke STRG drückt, also die Taste ganz unten links auf eurer Tastatur, und ihr klickt mit einem Rechtsklick auf diese Skills drauf, dann erscheint als Umrandung so ein Pfeil um die Skills rum. Genauso wie es auch bei meinem Auto-Attack ist. Man sieht es im Video vielleicht schlecht, dass diese Pfeile um diese Skills jetzt gerade rum sind, aber auf dem Auto-Attack kann man es gut sehen. Da könnt ihr übrigens auch mit STRG Rechtsklick, falls ihr es noch nicht wusstet, den Auto-Attack ausstellen. Dann attackiert ihr nicht mehr automatisch mit der 1. Das ist halt diese Mechanik und ihr könnt es auch für andere Skills aktivieren. Das funktioniert nicht immer, wie ihr seht. Ich kann zwar jetzt hier den Auto-Attack auf den 4er Skill anmachen, in einem Kampf wird es vermutlich funktionieren, aber dann müsste ich selbst immer per Hand den 1er Skill drücken. Und ihr könnt normalerweise auf den Waffenskills den Auto-Attack immer nur auf einer einzigen Fertigkeit haben. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, wo ihr das automatische Zaubern drauf haben wollt. Das ist standardmäßig auf dem Auto-Attack. Das Interessante ist, bei dem Mech könnt ihr das auf allen anmachen. Der Mech wird nicht einfach auf Cooldown die Skills einfach raushauen. Der Mech hat ebenfalls so eine Art Auto-Attack-Chain und er achtet selbst darauf, dass er die Auto-Attack-Chain immer durchzieht und dann erst einen seiner Skills aktiviert. Von daher, ich habe persönlich in den meisten Fällen diese Auto-Attacks, diese Skills immer auf Auto-Attack stehen, also auf automatisch zaubern. Weil dann muss ich mich um die Skills F1 bis F3 überhaupt gar nicht mehr kümmern. Die sind sowieso alle Fernkampf, das heißt, egal wo der Mech steht, der trifft sowieso immer den Gegner. Und er benutzt die halt auch wirklich auf Cooldown. Natürlich außerhalb seiner Auto-Attack-Chain. Trotzdem, ja, gibt es Situationen, wo es sich vielleicht nicht anbietet, die auf Auto-Attack zu haben, weil der F2 und der F3 sind, wie gesagt, Breakbar-Skills. Das heißt, wisst ihr, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Kampf eine Breakbar kommt und ihr wollt die dafür aufbewahren, dann solltet ihr die Skills natürlich nicht auf Auto-Attack haben, weil sonst haut der Mech die natürlich einfach stumpf raus. Und dann sind die vielleicht auf Cooldown in einer Situation, wo ihr die gerne haben wollen würdet. Weil hin und wieder weiß man mal, hey, die sind zwar jetzt gerade vom Cooldown runter, ich könnte die jetzt benutzen, aber ich weiß, in 3 Sekunden kommt eine Breakbar. Dann spart man sich die vielleicht auf und wartet, bis die Breakbar da ist. Zum Beispiel bei Samarok oder bei Voltirion. Das sind Raid-Bosse, wo man ganz genau zu 100% weiß, wann kommt immer eine Breakbar. Und von daher, da müsst ihr auch situationsbedingt selber entscheiden, wollt ihr die selber aktivieren und deswegen vielleicht auch hin und wieder mal aufsparen oder lasst ihr den Bot die einfach durchhauen. Aber cool, dass man die einfach alle auf Auto-Attack stellen kann und in den meisten Fällen nutze ich das sogar persönlich so. Und ich habe bisher keine Nachteile dadurch gesehen. Wie gesagt, der Mech benutzt den nicht ganz auf Cooldown, weil er selbst darauf achtet, was er gerade macht. Trotzdem ist mir jetzt persönlich noch nicht aufgefallen, dass ich da irgendwelche Nachteile von habe, dass ich das auf Autocast stehen habe. Außer wie gesagt, für Situationen, wo man es aufbewahren will. Wenn wir schon mal dabei sind bei Breakbar Skills, auch das ist eine Sache, das sollte man immer wissen, egal welches Bild, welche Klasse ihr spielt, ihr solltet immer wissen, was sind eure Breakbar Skills. Und von daher gehen wir die jetzt ebenfalls einmal durch. Wir haben, wie gesagt, auf der 3 haben wir einmal mit dem Netzschuss das Immobilisieren. Immobilisieren ist ein Soft-CC, macht also auch Breakbar-Schaden.
aber durch diesen einen Trade hier unten, wo ist er? Genau hier, nee, hier kommt natürlich noch der Raketenhieb hinzu, der automatisch aus dem Mech rausgeflogen kommt, wenn ihr den Dreier-Skill drückt, und das macht ebenfalls Breakbar-Schaden. Sogar HCC, das heißt sozusagen euer Dreier-Skill ist ein HCC. Dann haben wir den überladenen Schuss, ebenfalls HCC Breakbar-Schaden, ihr seht es hier 232, wirklich sehr stark. Dann der F2 vom Mech ist HCC mit 232, der F3 ist HCC mit 100. Und wir haben zur Not auch noch das Wuchtsiegel, was wir mit 150 ebenfalls nochmal benutzen können. Also ihr seht, wir haben ja einiges, was wir an HCC nutzen können, um hier wirklich viel Breakbar-Schaden zu machen. Zusätzlich dazu, dass wir ein sehr, sehr starker DPSler sind, machen wir auch noch außergewöhnlich viel Breakbar-Schaden. Trotzdem haben wir natürlich auch noch ein paar Soft-CC-Fertigkeiten, beispielsweise wir können mit der Blitzgranate können wir den Gegner blenden, mit der Gefriergranate können wir Kühle verursachen. Das sind natürlich alle Skills, die dafür sorgen, dass noch ein bisschen Soft-CC zusätzlich auf den Gegner draufkommt. Von daher eine coole Sache. Kommen wir als nächstes zum Buff-Food. Auch das eigentlich Standard, wie bei den meisten Power-DPS-Builds. Wir haben die Schüssel mit süßer, scharfer Butternusskürbissuppe, 100 Kraft, 70 Wildheit. Prezi brauchen wir nicht, haben wir ja schon gesehen, dass wir auf 100% kommen. Und dann noch die Wetzsteine. Ich habe jetzt hier die Früchtekuchen, die machen das exakt gleiche wie ein Wetzstein, nur dass die einfach billiger sind. Die Früchtekuchen, weil man davon immer total viel zu Festivals und sowas bekommt. Und deswegen gibt es da total viele von und deswegen sind die ein kleines bisschen billiger. Aber es ist egal, ob ihr Wetzsteine oder diese Früchtekuchen benutzt. Das zum Buff-Food, also auch ziemlich ja, einfach eigentlich. Von daher würde ich sagen, kommen wir jetzt als nächstes mal zur Rotation. Wir gucken uns beide Varianten an mit dem Granatenkit und dem mit der Mine werfen. Aber ihr werdet sehen, es ist nicht sehr schwer und da kommt jeder sehr schnell rein. Und es gibt einen Grund dafür, dass die Klasse gerade so populär ist. So, wir sind in der Golem DPS Arena. Auch jetzt möchte ich einmal zeigen, wo das überhaupt ist, weil in letzter Zeit immer wieder Fragen kamen, wie kommt man überhaupt in diese DPS Arena? Dazu müsst ihr nach Löwenstein. Entweder geht ihr ganz im Süden in den Flugplatz, da ist erstmal eine Tür, aber auch hier auf diesem südlichen Platz in Löwenstein selbst, auch hier, wo die Schlachtzuglobby ist, ist mittlerweile daneben, also ungefähr an dieser Stelle, ein zweites Portal. Und da könnt ihr einfach dann sagen, ihr möchtet hier in diese Golem-Test-Arena rein und sogar auch in Arborstein, in End of Dragons. Der NPC, der einen in die Angriffsmissionen, in die Strike-Missions reinbringt, auch der kann einen hier in diese Golem-Test-Arena bringen. Und dann werden wir hier einfach unseren Charakter anpassen und wir sagen Segen hinzufügen und einfach alle. Das heißt, wir spielen für die Rotation mit vollen Segen. Und bei dem Golem werden wir einstellen einen durchschnittlich großen Golem mit 4 Millionen Lebenspunkten und wir werden ihm einfach alle Zustände geben und dann spawnen lassen. Das ist, wie gesagt, jetzt ein kleines bisschen unrealistisch, weil er jetzt alle 13 Zustände hat und wir haben ja hier diesen Trade, was uns eine Schadenserhöhung gibt für jeden Zustand. Das heißt, wir machen jetzt hier natürlich keinen Benchmark, weil wir jetzt unrealistische Werte erreichen würden, sondern das ist nur zum Rotation üben. Jetzt sozusagen, ich despawn den nochmal, wenn wir uns die Rotation angucken, das ist nur zum Üben und wir benutzen kein Buff-Food. Das heißt, wenn ihr diese Rotation üben wollt, um selber zu gucken, wie gut seid ihr mit dem Mech, müsst ihr kein Geld dafür ausgeben, sondern ich werde euch hier einen Wert vorgeben, den ihr ja sozusagen anpeilen könnt, einfach ohne Buff-Food, volle Buffs, volle Zustände, aber kein Buff-Food. Das heißt, ihr kommt hier billig weg sozusagen mit der ganzen Sache. So, wie sieht die Rotation aus? Ganz grob gesagt, wie gesagt, ihr könnt die F-Skills vom Mech könnt ihr auf Autocast stellen oder ihr drückt sie selber, ist euch überlassen. Und dann wollen wir einfach nur alle Gewehr-Skills auf Cooldown halten. Das heißt, wir benutzen einfach alles, wenn es da ist. Und immer wenn wir den Zweier-Skill, die Donnerbüchse, genutzt haben, wechseln wir danach aufs Granatenkit und machen hier ebenfalls die 2. Denn ihr seht, das passt vom Cooldown ungefähr hin. Die Schrapnellgranate hat einen 5-Sekunden-Cooldown. Die Donnerbüchse hat einen 6-Sekunden-Cooldown. Das heißt, jedes einzelne Mal, wenn ihr die Donnerbüchse benutzt, könnt ihr danach auch aufs Granatenkit gehen und die Schrapnellgranate benutzen. Sollte dann die Gefriergranate und die Giftgranate da sein, benutzt ihr die auch noch. Sonst geht ihr einfach wieder weg und benutzt ganz normal, haltet einfach nur stumpf eure ganzen Gewehrskills auf Cooldown und immer wenn die 2 da ist, geht ihr wieder aufs Granatenkit und benutzt das. Ich kann es einmal grob zeigen.
Ich fange meistens so an, das Opening ist bei mir ein kleines bisschen anders. Ich fange meistens an mit der 3, dann die 2 und dann gehe ich einmal aufs Granatenkit, benutze die 2 und nur eine dieser beiden Granaten, gehe dann wieder raus, 4, 5 und dann beim nächsten Mal Donnerbüchse gehe ich wieder drauf und benutze die zweite Granate. Ich kann es ja einmal zeigen. Also die 2, 3, 2, 5, 4, 5 und wenn ich jetzt das nächste Mal Donnerbüchse mache, 2 und jetzt die andere Granate. So, und jetzt bleibe ich genau in diesem, was ich gerade gesagt habe. Immer nach der 2 gehe ich auf Granatenkit, benutze die 2. Halt alle anderen Skills einfach auf Cooldown und wieder Donnerbüchse rüber, 2. Und jetzt wieder alle Skills auf Cooldown halten, Donnerbüchse rüber, 2, die anderen Skills sind wieder da. Und alles andere wieder auf Cooldown halten. Donnerbüchse rüber, 2. Auto-Attacks. Bis irgendein Skill wiederkommt. 3er-Skill ist da, 2er-Skill rüber, 2. 5er-Skill ist da. 4er-Skill und wieder die 2 rüber. Wieder eine andere Granate ist da. Und ihr seht, das ist eigentlich ist die Rotation wirklich nur so. Ihr haltet alle eure Gewehr-Skills auf Cooldown und immer nach einem Gewehr 2er. Immer nach einem Gewehr 2er geht ihr aufs Granatenkit und nutzt neben der Schrapnellgranate noch die anderen Granaten, die gerade da sind, außer die Blitzgranate. Und das ist sozusagen einfach euer Timing, wann ihr immer aufs Granatenkit geht, immer wenn ihr Gewehr 2 benutzt habt. Und danach könnt ihr einfach wieder zurück aufs Gewehr gehen und die Skills alle auf Cooldown halten. Und das Einzige, was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wenn der Bot alle seine Skills auf Cooldown gehauen hat, dann könnt ihr, wenn die alle auf Cooldown sind, könnt ihr auch noch das Elite-Siegel anmachen. Das hat für euch keine Cast-Zeit, das heißt, ihr könnt es einfach benutzen, egal was ihr gerade macht. Der Bot wird dann diesen Laser schießen, aber dieser Elite-Skill, der sorgt halt dafür, dass der Bot gerade seine anderen Skills abbricht, sollte er gerade was anderes channeln. Von daher achtet einfach immer darauf, dass wenn ihr dieses Siegel aktivieren wollt, dass die anderen Skills vom Bot gerade auf Cooldown sind. Der haut ja selber raus. Wenn ihr seht, die sind alle auf Cooldown und euer Elite-Siegel ist da, dann benutzt ihr das halt. Aber sonst einfach, also wirklich sehr, sehr einfache Rotation, wie ihr seht. Ich kann euch nochmal das Opening zeigen. Das Opening ist wie gesagt 3-2, dann der Wechsel, Schrapnellgranate und eine der beiden anderen Granaten. Wieder zurück, 4-5. Und sobald ihr das nächste Mal die Donnerbüchse benutzen könnt, wieder die Schrapnellgranate und die jeweils andere Granate. Und ab dann einfach stumpf, wie ich gesagt habe. Ich zeige es nochmal. 3, 2, Wechsel, eine Granate, 4, 5. Und bei der nächsten Donnerbüchse Schrapnell und die andere Granate. So, und jetzt, ab jetzt, Skills sind auf Cooldown. Das heißt, ich kann das Elite-Siegel rausholen. Donnerbüchse rüber, 2er-Skill. 4er-Skill ist da, 3er-Skill ist da. 2er-Skill wieder rüber. 5er-Skill ist da. Und bei der nächsten Donnerbüchse wieder rüber. Donnerbüchse, die anderen Granaten sind da. 3er-Skill, 4er-Skill und wieder Donnerbüchse und rüber und so weiter. Und das ist im Prinzip die ganze Rotation. Also wirklich sehr einfach eigentlich. Zum Verständnis, also die Rotation zu verstehen, ist wirklich sehr, sehr einfach. Weil es gibt keinen großen Loop. Man hält einfach alles vom Gewehr auf Cooldown und immer nach dem Gewehr 2er geht man aufs Granatenkit. Das war's. Das Ganze kann man jetzt natürlich noch einfacher machen, indem man das Minewerfen nimmt. Auch das ändert im Prinzip nichts groß. Anstelle des Granatenkits haltet ihr jetzt einfach noch Minewerfen auf Cooldown. Die hat natürlich einen höheren Cooldown, das heißt, ihr könnt nicht nach jedem Gewehr 2er auch die Mine werfen. Aber ihr müsst die einfach nur stumpf auf Cooldown halten. Also ich fange meistens gleich an. 3, 2, Minewerfen, 4, 5. Und jetzt, gut, Elite-Skill kann ich jetzt machen. Und jetzt halte ich einfach so stumpf alle Skills auf Cooldown. Immer wenn irgendwas vom Gewehr kommt, benutze ich's. Und jetzt ist die Mine werfen wieder da. Ich werfe die und ihr seht, die explodiert auch sofort. Also ich muss die nicht erstmal noch detonieren lassen. Sobald die Mine den Gegner trifft, explodiert die. 4er-Skill, Mine ist wieder da. Zack, Mine geworfen. 2er-Skill, ihr seht, da müsst ihr nie irgendwas wechseln. Ihr macht eigentlich nur Auto-Attacks und haltet alle Skills auf Cooldown. Also total einfach. Dadurch, und das ist wie gesagt nicht mal deutlich schlechter, als das Ganze mit dem Granatenkit zu machen. Es ist ein kleines bisschen schlechter, man erreicht leicht niedrigere DPS-Werte, aber dafür, wie einfach das ist, lohnt sich das schon fast mit Mine werfen zu spielen. Wenn man vor allem dieses Granaten und dieses Kit wechseln überhaupt gar nicht mag. Also wirklich sehr, sehr einfache Rotation, die ihr hier spielen könnt.
Ja, sonst, was gibt es sonst noch? Genau, es gibt diese Option. Ich muss gerade mal gucken, wo sie ist. Bodenziel an aktuelles Ziel binden. Das habe ich in den meisten Fällen drin. Das macht, dass wenn ihr Bodenzielausrichtungsskills habt, zum Beispiel Granaten, da ist ja jedes einzelne mit so einer Bodenzielausrichtung, dass wenn ihr einen Gegner anvisiert habt, snappt das automatisch dahin. Denn ihr seht, egal wo ich meine Maus jetzt hinbewege, egal wo ich mit meiner Maus bin, ist es trotzdem immer definitiv auf dem Gegner drauf. Das heißt, ich kann jetzt, egal wo ich mit meiner Maus hinziele, man schmeißt immer auf den Boss. Ist eine ziemlich geile Option, die ich auch in den meisten Fällen anhab. Allerdings sollte sich der Gegner bewegen, werft ihr auch oft daneben. Das heißt, dieses Bodenziel binden, das kann nicht, das, ja, wenn der Gegner sozusagen gerade ausläuft, ist diese Funktion nicht schlau genug, diesen Gegner in den Lauf zu werfen. Das heißt, es kann sein, je nachdem, aus welcher Entfernung ihr eure Granaten werft, dass in der Zeit, wo die fliegen, der Boss schon wieder komplett rausgelaufen ist aus diesen AOEs. Das heißt, in solchen Situationen solltet ihr die Option nicht anhaben. Bodenziel an aktuelles Ziel binden. Solltet ihr das ausmachen. Man kann sich das sogar auch auf der Tastatur belegen, zum An- und Ausmachen auf eine Taste legen. Sonst ist es aber eine ziemlich gute Option. Trotzdem, man muss aufpassen mit diesem Sprungschuss hier. Denn der Sprungschuss, der hat das dann natürlich auch. Das heißt, ihr springt immer mittig in den Gegner rein. Und es gibt Situationen, da will man das nicht. Da will man vielleicht den Sprungschuss benutzen, aber im Boss ist gerade irgendein super fieser AOE. Oder aus dem Boss kommt irgendeine Attacke raus. Und es ist echt schlecht, wenn ihr jetzt mittig in den Boss reinspringt. Und dann solltet ihr die Option natürlich ebenfalls nicht anhaben. Trotzdem gibt es einen Trick. Und zwar, wenn ihr mit eurer Maus über ein UI-Element geht, und da könnt ihr entweder hier oben über die Lebenspunkte des Bosses oder über eure eigenen Lebenspunkte gehen, und wenn die Maus über ein UI-Element ist, dann seht ihr, dann funktioniert das nicht mit diesem automatisch zum Ziel, dass das automatisch ans Ziel snappt. Gehe ich jetzt mit der Maus vom UI runter, zack, ist es automatisch auf dem Boss drauf. Gehe ich jetzt wieder mit der Maus auf ein UI-Element, zack, ist es wieder weg. Beziehungsweise es geht wieder auf mich selbst zurück. Das heißt, seid ihr mit der Maus auf UI-Elementen, werden diese Bodenausrichtungsskills automatisch auf euch selbst gecastet. Und das ist natürlich für den Sprungschuss echt gut, weil ihr seht, ich bin jetzt hier in Reichweite, ich würde mit dem AOE den Boss treffen, aber ich springe einfach nur auf der Stelle. Und so mache ich das zum Beispiel. Ich habe diese Option mit dem automatisch draufsnappen in den meisten Fällen immer an. Aber für den Sprungschuss gehe ich kurz mit meiner Maus aufs UI und mache das einfach auf der Stelle und gehe danach wieder vom UI runter. So kann man das ein bisschen umspielen, dass man nicht einfach immer mittig in den Boss reinspringt mit dem Sprungschuss. Das ist so ein kleiner Trick, den ich euch da noch mitgeben wollte. Das klappt damit ziemlich gut, wenn ihr mit dieser Option spielen wollt. Ich hatte gerade noch irgendwas, was ich euch sagen wollte, aber ich weiß es aktuell nicht mehr. Trotzdem, wie gesagt, mit dieser Option müsst ihr ein bisschen auf. Genau. Wenn ihr diese Option anhabt, das ist auch eine ziemlich geile Sache, dann müsst ihr den Gegner nicht mal sehen. Also, ihr könnt sozusagen auch mit dem Rücken zum Gegner stehen und es funktioniert trotzdem. Also, ihr seht, ich sehe den Gegner gar nicht und trotzdem werden die Granaten die ganze Zeit auf den Boss geschmissen. Nach hinten sozusagen. Das könnt ihr zum Beispiel super benutzen, wenn ihr zum Beispiel vor einem Gegner weglaufen müsst, aber trotzdem angreifen müsst. Ein Beispiel hierfür wäre Doom. Doom hat ja diese Situation, wo er sich in die Mitte teleportiert, ein AOE um sich macht und alle Gegner im Ranzi zu sich selbst. Das heißt, man muss vor diesem Ranziehen muss man weglaufen und das kann man rückwärts nur sehr, sehr schlecht, weil da ist das Ranziehen ist stärker, als dass man rückwärts laufen kann. Das heißt, man muss sich schon umdrehen und vorwärts weglaufen. Und mit dieser Option kann ich jetzt trotzdem noch weiterhin Granaten werfen und den Gegner angreifen. Hätte ich diese Option nicht drin, ist es fast unmöglich, gleichzeitig wirklich wegzulaufen und den Gegner trotzdem zu attackieren. Von daher, es gibt auch Situationen, wo diese Option wirklich richtig, richtig, richtig gut ist. Aber wie gesagt, bei einem Gegner, der sich permanent bewegt, zum Beispiel die Lagos-Zwillinge oder Matthias, da wirft man sehr oft daneben, wenn man die Option anhat. Von daher müsst wirklich situationsbedingt da sehr aufpassen, ob ihr die Option anhaben wollt oder nicht. Das nur so als kleiner Tipp nebenbei. So, jetzt würde ich sagen, wir wechseln einmal in ein Rotation-Video. Das heißt, ich zeige euch einmal die Rotation, wie sie aussehen würde mit dem Granatenkit und einmal, wie sie aussieht mit der Mine. Und danach gucken wir uns nochmal in Zeitlupe zumindest das mit dem Granatenkit an, weil ich meine, das mit der Mine ist ja eigentlich nur eine einfachere Version von dem Granatenkit-Variante.
Also gut, schauen wir uns das Ganze mal in Zeitlupe an. Ich habe mich wieder beim Golem positioniert. Ihr werdet sehen, ich mache meine Maus jetzt hier einfach permanent auf mein UI, weil damit ich alle Skills einfach auf mich schmeiße. Dreier-Skill, Zweier-Skill, Wechsel, Granaten-Kit 2 und eine Granate, jetzt 4 und 5. Wie schon gelernt und bei nach 3 Auto-Attacks circa kommt die Donnerbüchse wieder. Wir benutzen sie und jetzt Schrapnellgranate und die zweite Granate, Dreier-Skill ist da. Und Dreier-Skill hinterher. Und ab jetzt einfach nur alle Skills auf Cooldown halten und immer nach einer Donnerbüchse wieder aufs Granaten-Kit gehen und den Zweier-Skill benutzen. Wenn keine anderen Granaten mehr da sind. Vierer-Skill, Dreier-Skill ist auch gleich wieder da. Und ihr werdet sehen, ich achte immer drauf, dass ich meinen Auto-Attack noch zu Ende führe. Zweier-Skill, Zweier-Skill, Fünfer-Skill. Denn der Auto-Attack des Gewehrs hat eine relativ lange Animation. Ihr seht doch unten dann immer so einen gelben Balken durchlaufen. Und ich achte natürlich darauf, auch wenn wir keine Auto-Attack-Chain haben, so wie es bei anderen Klassen der Fall ist, dass ich zumindest trotzdem diesen Balken unten durchlaufen lasse. Also ich versuche den nicht abzubrechen durch andere Skills, durch den Zweier-Skill oder sowas. Oder den Dreier-Skill, sondern ich benutze die Skills, da könnt ihr ja mal drauf achten, immer erst, wenn der Balken auch unten durchgelaufen ist. Jetzt läuft er auch durch, dann Zweier-Skill, Wechsel, nochmal Zweier-Skill, Fünfer-Skill. Das wusste ich schon vorher, dass der vom Cooldown runter war. Das heißt, ich habe die 5 gespammt beim Granaten-Kit ablegen und jetzt wieder Auto-Attack zu Ende. Zweier-Skill rüber, Zweier-Skill, Vierer-Skill ist wieder da und wieder zurück. Geht eigentlich ziemlich gut. Und ist auch nicht so schwer. Zweier-Skill. Ihr solltet aber auch beim Granaten-Kit aufpassen, wenn ihr das Granaten-Kit über den Waffenwechsel-Skill, also über das Accent-Cirkonflex, womit man eigentlich Waffen wechselt, wenn ihr darüber das Granaten-Kit wegwerft, dann brecht ihr jede Granate ab, die ihr zu dem Zeitpunkt noch werft. Das heißt, ihr dürft diesen Waffenwechsel-Skill zum Granaten-Kit ablegen, nicht drücken, während gerade noch eine Granate channelt. Das heißt, auch hier müsst ihr unten diesen gelben Balken durchlaufen lassen, bevor ihr den Waffenwechsel-Skill drückt, um wieder auf euer Gewehr zu kommen. Das heißt, das ist eine Sache, da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr den Auto-Attack nicht abbrecht und dass ihr das Werfen der Granaten nicht abbrecht. Das ist so eigentlich so die einzige Schwierigkeit in dieser Rotation. Zweier-Skill kommt, Wechsel aufs Granaten-Kit, Zweier-Skill, Fünfer-Skill und Kit weglegen, Dreier-Skill war vom Cooldown, den habe ich instant gedrückt, Vierer-Skill, Auto-Attack zu Ende, Zweier-Skill, wieder Wechsel, Granate ist wieder da. Unser Elite-Siegel ist auch wieder da, das heißt, sobald der Bot alle seine Skills auf Cooldown gehauen hat, können wir auch das Elite-Siegel wieder benutzen. Jetzt will er gerade den F1 nicht benutzen, aber ich warte da einfach immer, wie gesagt, würden wir das selber aktivieren per Hand, würde es vermutlich
ja, schneller gehen alles ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, mir ist bisher noch kein Nachteil aufgefallen. Jetzt kam auch das Elite-Siegel, wieder alles auf Cooldown halten. Eigentlich ziemlich easy. Zweier-Skill kommt gleich wieder und danach Wechsel. Alle Granaten sind wieder da. Und zurückwechseln. Dreier-Skill kommt gleich ebenfalls wieder. Auto-Attack noch zu Ende führen. Zweier-Skill und Vierer-Skill sind da. Zweier-Skill, Wechsel und sofort danach den Vierer und Fünfer, sobald wir wieder auf dem Gewehr sind. Und wieder weiter so machen, wie wir es bereits schon kennen. Also eigentlich kein großes Hindernis, diese Rotation. Trotzdem, wie gesagt, durch die Kitwechsel relativ hohe APM. Alle sagen immer, ja, der Mechanist, der muss überhaupt nichts tun, um an hohen DPS zu kommen. Aber die Rotation ist gar nicht so langsam durch die Granaten, durch die Kitwechsel. Und dann enden wir hier auf 38,2 und schauen jetzt mal an, wie wir performt haben im Gegensatz zur Mine. So, damit kommen wir zum Ende unseres Guides. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ihr gesehen habt. Es waren zwar beide Rotations jetzt nicht super sauber und super ordentlich gespielt, aber ich hatte jetzt 35,2 mit der Granatenkit-Variante und 34,1 mit der Variante mit der Mine werfen. Das Ganze natürlich ohne Buffwood. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen beiden Builds war jetzt bei mir 1,1K ungefähr. Aber wie gesagt, ich bin mit der Mine werfen auch schon mal auf 800 DPS sogar rangekommen an das andere Build. Übt das einfach mal ein bisschen. Ihr könnt die Werte mal so, wie sie sind, einfach als ja, Ziel nehmen, als grobe Richtlinie, was ihr vielleicht zum Üben erreichen wollt. Man kann das definitiv noch besser und höher hinkriegen, aber das soll ja eigentlich nur einen, ja, ich sag mal, einen realistisch erreichbaren Wert vorgeben zum Üben, wenn ihr das hier an der Arena machen wollt. Achtet, wie gesagt, drauf, volle Buffs, volle Segen, kein Buffwood, wenn ihr das nachmachen wollt. Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt, ob ihr ebenfalls den Engie spielt und was für eine Variante ihr spielt und was ihr so von dem aktuellen Builds und sowas haltet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder mit dem nächsten Video. Ciao, Leute.